waiting up, saving all my precious time. Losing life, I'm missing mine. Time will die before we learn that truth. Resign to fade, fading away. And tell me, can you turn around? But either way, and hold me while you wait. I wish that I was good enough. Hold me while you wait. If only I could hold wake me you while up. You wait. My love, my love, my love, my love. Won't you stay? Tell me more, and tell me something I don't know. Could we come close to having it all? And if you're gonna waste my time, let's waste and run. And hold me while you wait. I wish that I was good enough. This is you, this is me, this is all we need. Is it you? My faith is shaking, but I still believe. This is you, this is me, this is all we need. So won't you stay and hold me while you wait? Ich habe gerade so viele Frauenaugen blitzen sehen. Also, und zwei Coach-Augen, nämlich von Ray. Absolut. Ich bin ein Riesenfan von diesem Lied. Das denn euch zu geben, war natürlich eine Herausforderung, weil ich so eine Liebe zu diesem Lied habe. Und ihr dürft es nicht abkacken, sonst war ich halt so enttäuscht, weil ich war da irgendwie so. Und ich bin denn überkritisch, was echt unfair ist gegen euch. War das für euch tatsächlich ein Druck, als ihr gehört habt, dass es sein Lieblingssong ist? Am Anfang war es schon ein Druck, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Druck war. Nee. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Ich glaube auch. Oder? Ja. War das ein guter Job, Marc? Ja, das war ein guter Job. Oliver, du hast wirklich von den Blinds bis hierhin eine richtig krasse Entwicklung genommen. Dankeschön. Du hast wirklich, wirklich abgeliefert hier. Aber fuck man, Niklas, wenn du nicht alles falsch machst die nächsten paar Jahre, bin ich mir sicher, dass du ein Star wirst. Danke, danke schön. Sido. Ich fand, dass Oliver das besser gesungen hat. Also der hat weniger verkackt. Also du hast wirklich so eine schöne Worte dafür zu finden. Nur wegen Kacke, meinst du jetzt? Wegen weniger verkackt. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe dich gar nicht verkacken gehört, aber Niklas habe ich verkacken gehört. Haben wir das jetzt geklärt mit dem Kacken? Ja, das haben wir geklärt. Nichtsdestotrotz bin und bleibe ich. Egal wie das ausgeht, bleibe ich ein Niklas-Fan. Ich gehe auch davon aus, dass dir eine Karriere bevorsteht, wenn du keine Dummheiten machst. Ich meine das so, wie ich sage. Danke, danke, danke. Junge, was kann man sich noch mal wünschen? Oh. Alter, geil. So, Leute. Feier ich.
So, Ray. Also Niklas, gesanglich hat Sido recht. Da waren Teile, die du einfach nicht gut gemacht hast. Aber das ist die Frage halt irgendwie so. Können wir daran arbeiten? Können wir das verbessern? Liefern in dem Moment, wo jeder zuhört und jeder zuschaut, das ist der Kunst. Das sind die Leute, die wirklich weiterkommen. Bei Oliver habe ich einen Löwe, der wirklich kämpft und will. Und du hast mich nie enttäuscht. Also du hast immer weiter gekämpft, worauf ich weiß, dass ich kann mich auf dich darauf verlassen. Und die Frage ist dann eher halt, welche von euch steht halt in bessere Chance in einer Finale? Wenn du bereit bist, dann kommt jetzt die Entscheidung. Wer gewinnt dieses Battle? Wer kommt in die Sing-Offs? Es ist immer dieses Gefühl, dass irgendwann ein Weg zu Ende geht und einer ist noch nicht zu Ende. Und ich glaube, das ist das, was für mich spannend ist in dieser Show. Ich will immer den Weg komplett erleben. Das wird nochmal schön durchgemischt. Ich glaube auch, ja. Ey, ich glaube, es wird Oliver, aber Niklas wird safe gestealt. I'm not a gambling man. Ey, weißt du was? I'm giving you one chance, Niklas. You gotta own this next time. You're coming with me. Niklas Schlegel ist weiter! Du bist der Sieger des Battles! You know you were amazing, right? You didn't Niklas Schlegel hat dieses Battle gewonnen. We had 70%, we won 100%. Geil. Niklas Schlegel. Feier ist. Gibt's ein Ziel, gibt's kein. Gibt's Ziel. Oliver, jetzt wird's spannend für dich, denn das ist deine Chance. Das ist eure Chance. He's really good. Oh. Oliver. Ray hat's gerade gesagt, du hast sie gefightet wie ein Löwe. Deshalb mach weiter. Danke, dass du dabei warst. Oliver Faunrath ist leider raus.